Also, mein Name ist Wolf-Dieter Zumpfert. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung und habe lange Jahre in Berlin, in Bonn und in Brüssel als Vertreter einer großen Firma gearbeitet. Den Beruf nennt man normalerweise Lobbyist. Also, der Lobbyismus gehört zum politischen Entscheidungsprozess in einer demokratischen Gesellschaft. Er bedeutet, dass das Gemeinwohlinteresse durch Einbringen von Einzelinteressen am besten gewogen wird. Und man kann sagen, durch Lobbyismus wird der politische Prozess entscheidend verbessert. Weil der Lobbyismus in dieser Form erstens zu wenig bekannt ist, zweitens, weil die Journalisten meistens in der Regel nur gerne über Negatives berichten oder Trend verstärken. Trend verstärken heißt, über was Negatives oder Positives noch breiter ausgeweitet zu berichten. Und das verkauft sich auch besser. Und es gibt natürlich auch sozusagen in jedem Beruf, in jeder Familie, also auch beim Beruf des Lobbyisten, gibt es schwarze Schafe, die den Beruf nicht richtig ausüben. Von den Kritikern wird oft eingeworfen, Transparenz und Intransparenz ist gleichzusetzen mit demokratisch und undemokratisch. Alles, was transparent ist, das ist gut, und was intransparent ist, das ist böse. Das ist keine Gleichung, die stimmt. Die Transparenz kann man erhöhen, so wie das in Brüssel gemacht wird, indem man ein Transparenzregister erstellt, wo sich diejenigen, die auf politische Entscheidungsträger einwirken wollen, die diesen Entscheidungsprozess mit beeinflussen wollen, das ist eine Beeinflussung, sich eintragen müssen in eine Liste. Wenn Sie das nicht tun, das ist freiwillig, dann werden Sie von der Kommission nicht mehr eingeladen und kriegen keine Informationen. Also es ist kein Zwang dahinter. Wo es was zu verbessern ist, ist zum Beispiel, wenn jemand ausscheidet aus der Politik und sofort in eine Lobbytätigkeit hineingeht und vorher noch eine Entscheidung getroffen hat zugunsten der Firma oder des Objektes, wo er dann hinterher sozusagen als Lobbyist reingeht, wie es mal ein ehemaliger Bundeskanzler gemacht hat. Das ist schon ein bisschen, hat Ogu. Vor diesem Hintergrund müsste man so eine Art Inkompatibilitätsregelung machen. Das heißt, diejenigen, die aus einem Job ausscheiden, so ist es beim Militär oder aus der Politik, dürfen 2 Jahre lang in dem Bereich, in dem sie vorher gearbeitet haben, nicht tätig werden. Das halte ich für eine vernünftige Regelung. Was auch gut ist, so eine Art Footprint, eine Spur, wie ein Gesetz zustande gekommen ist, wer dort an der Beratung mitgewirkt hat. Das kann man sich zwar selber aufschreiben, aber wenn es unter dem Gesetz nochmal steht, wäre es vielleicht auch ganz interessant. Also nichts gegen Transparenz, gegen vernünftige Regeln, aber man muss auch sagen, es gibt intransparente Bereiche. Dass nicht etwa Interessen eingebracht werden, ohne dass der Interessengeber sozusagen genannt wird. Dafür gibt es aber auch Regularien. Die meisten Berater sind dann in Berufsverbänden wie Deutsche Public Relations Gesellschaft. Und wenn sie gegen Statuten verstoßen, werden sie ausgeschlossen. Da ist eine erste Bremse. Zweitens, die Verbände und die Firmen, so wie meine alte Firma, die haben sogenannte Verhaltensrichtlinien oder Verhaltenskodexe. Da steht dann genau drin, was man darf, was man nicht machen darf. Und wenn man dagegen verstößt, dann hat man seinen Job verloren. Das Bild sozusagen in der Öffentlichkeit zu korrigieren, den Beruf des Lobbyisten oder die Tatsache, dass es Lobby gibt, etwas besser darzustellen, das ist eigentlich der Grund, weswegen ich auch in die Öffentlichkeit gehe und auch erzähle, was wirklich passiert.